Hier bin ich geboren und kämpfe durch den... Was? Nein, ich bin Neumann, ich hab's falsch gesagt. Okay, was? Das ist super. Heute ist es soweit. Heute ist ein weiterer Meilenstein vom Schweizer Fernsehen. Willkommen zu einem neuen Video von Saturday and Sunday. Schön, sind ihr wieder dabei. Genau. Aber für den Meilenstein müssen wir zuerst ein bisschen zurückspulen. Vor genau 50 Jahren, also wirklich genau vor 50 Jahren, war Schweizer Fernsehen das erste Mal farbig gewesen. Das heisst, davor war alles schwarz-weiß gewesen. Crazy, oder? Aber so. Alles schwarz-weiß. Aber irgendwie ist es jetzt noch geil, oder? Es geht. So die schönen Farben. Ich liebe farbige Kleider. Alles schwarz-weiß. Aber irgendwie auch noch hart. Ich meine, die Leute, unsere Eltern oder Grosseltern sogar, die haben nicht einmal gewusst, dass der SpongeBob gelb ist. Oder dass die Backkleider von den Baywatch-Mixen rot sind. Zum Glück hat es das damals noch nicht gegeben. Das hat es alles noch nicht gegeben. Aber sie haben zum Beispiel nicht gewusst, dass der Rasen beim Fußball grün ist. Weil es ja alles schwarz-weiß ist. Krass, oder? Eigentlich mega krass. Aber heute ist wieder ein Tag, ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Schweizer Fernsehens, weil Saturday and Sunday geht zum Schweizer Fernsehen! Woohoo! Okay, wir müssen das Ganze ein bisschen relativieren. Wir zwei gehen zu der besten YouTube-Sendung des Schweizer Fernsehens. Wir gehen zu 2 am Morgen. Lieblings-YouTube-Sendung. Eine coole Sendung auf YouTube, gemacht vom Schweizer Fernsehen mit den 2 Protagonisten von Unigag. Falls Sie die kennen von Instagram. Ah, sind echt der Anfangs-Party-Lino, Ding? Ja, 21 Folgen hintereinander. Gell, geben wir euch voll einfach. Willst du auch ein bisschen, ja? Einen schönen, gell? Nein, nein, nein. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr Unigag kennen, würde uns extrem interessieren. Es sind wirklich 2 coole Jungs, wir sind schon mega gespannt. Aber das ist auch ein ganzes Produktionsteam da dahinter. Also da ist ein Produzent, das ist übrigens, glaube ich, der lustigste Instagrammer, den es gibt in der Schweiz. Schwitzkiste, das ist der Robin, der dort dahinter steckt. Und den kennen 100%ig alle, weil das sind ja, glaube ich, 250'000 oder noch mehr. Die halbe Schweiz, die dem folgt, genau. Und über seine Witz lacht. Und natürlich ein riesen Produzententeam noch vom Schweizer Fernsehen. Und wie das so ein bisschen hinter den Kulissen aussieht, das probieren wir heute euch so ein bisschen zu zeigen. Also ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie viel das wir euch effektiv zeigen können. Aber wir haben gefunden, wenn schon so ein Meilenstein stattfindet. Also in der Geschichte des Schweizer Fernsehens. Nicht bei uns. Nein. Also nicht das bei uns. Was ist denn der Normal? Nein, eigentlich nicht. So, und jetzt sind wir hier im Studio angekommen. Und sind echt gespannt, bis wir auf die 2 hier treffen von Unigag oder 2 am Morgen. Die Loredana ist da schon drin. Wird schon geschminkt für den grossen Auftritt. Penis! Nein! Hast du den Penis? Ich habe eigentlich 2. Also, falls es ein bisschen primitiv wird in dieser Folge, es liegt nicht an uns. Oh Gott, was machst du mit ihnen? Ja, wir müssen sie parat machen für das richtige Bild. Was hat er gemacht? Nein! Also komm, wir stellen die 2 mal vor. Die von euch, die auf Instagram unterwegs sind, die kennen sicher Unigag. Das sind die 2 Herren hier. Einerseits der Ramin und... Hoi, ich bin sozusagen das Gegenstück von Kilian. Das stimmt. Er würde mich heute ersetzen. Also es gibt ja ein Video auf dem Kanal von 2 am Morgen. Das ist übrigens noch der 2. Teil. Ihr müsst euch sicher das Video von Ihnen anschauen. Wir verlinken das unten in der Beschreibung. Und bei uns, was gibt es bei uns eigentlich? Irgendwie so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Genau, einen Blick hinter die Kulissen. Und darum müssen wir euch jetzt auch noch die 2 vorstellen, die der eigentliche Kopf hinter dem Ganzen sind. Das stimmt. Das wieso habe ich Kohle im Gesicht? Ich weiß es nicht. So komisch. Gut, das sind die 2 Herren hier. Das sind Produzenten von dieser Sendung. Hallo. Das ist einerseits der Mattu und der Robin. Hi!
Ist er scharf? Er ist immer scharf. Hallo zusammen. Du bist Schweizkiste, oder? Ja, das wissen eben vielleicht nicht alle. Ja, kenne ich denn. Wissen ihr, wer Schweizkiste ist? Kennt ihr den Channel? Schreib mal in die Kommentare, ob ihr wissen, wer Schweizkiste ist. Kennt. Weil, genau, ihr könnt gerade mal schnell schauen, wir haben hier Scripts, die wir hier schreiben. Für die beiden Herren, weil die nicht so lustig sind. Du und ich wollen ihre Jokes vorschreiben. Das ist eigentlich gerade schön, dass du jetzt da deine Viewer. Das ist alles rausgeschrieben, wenn ich das irgendwo sehe. Das ist so investigativer Journalismus. Nein, jetzt können wir da rein. Die ganze Glamour-Welt vom Fernsehen auf den Kopf stellen. Jetzt senden wir mal das hier. Das sind raus an die Medien schicken. Das ist da eigentlich der einzige Lustige. Ja, also. Bin ich und der Leiter, genau, das ist genau. Wir sind total unlustig. Wir sind Marionetten vom SRF. Also Matthew, wenn du könntest, die zwei rausschmeißen. Würde ich es gerade nur machen. Oh, hey! Oh! 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 Shit! Wir können jetzt auch mit unseren Also wir können morgens ein Stecksbrett machen. Jungs, ich habe zwei andere Leute, die sind so gut mit einer Kerl. Also der Matthew sagt, wir können morgen ans Vorstellung sprechen. Ja, genau, wir sind ja eigentlich auch blond und dunkel, es geht glaube ich auf. Ja. Glaub, Ramin, dein Albtraum geht in Erfüllung. Hey. Wir machen dir Konkurrenz. Das ist aber jedes Mal so, immer wenn wir irgendeinen Brander da haben im Büro, heisst dann, ja, die könnten das eigentlich auch machen. Okay, Jungs, können wir euch mal in seriös haben? Oh ja, warte, ich sehe noch geschafft. Also das ist das Team von 2 am Morgen. Hallo! Sie sind... Hallo! Genau. Das sind die wirklich arbeiten und das sind die, die... So dienen, als würden sie arbeiten. Aha, ich filme! Zur Info, Ramin sein PC ist eigentlich ab. Das macht eigentlich gar nicht. Stimmt nicht, ich habe etwas geschrieben. Ich wechsle die aus mit dem Ramin. Okay. Oh. Sonst müssen wir reisen. Ja. Ich bin jetzt wo. Komm schon. Hi. Gott. Julian, sag's ehrlich, wie alt bist du? 55. Ja. So siehst du wirklich aus. Sind direkt braun brennt. Ja, neben dir, das ist aber geil. Die eine ist im anderen Zimmer war es ganz krass. Da bin ich so Käse und du so braun. Es sieht so krass. Hey, wir sind positiv überrascht von Saturday Sunday. Und darum abonnieren Sie doch am besten. Gibt fast noch mehr Videos als bei uns, ehrlich gesagt. Was stimmt das? Das ist falsch. Julian, wirklich nicht besser. Aber sorry, darf ich mal sagen, wieso positiv überrascht? Was hast du erwartet? Ja, weißt du, Traveler und so, dann denkst du, dass die Welt bummeln und einfach so ein bisschen locker flocken. Aber die sind noch lustig. Ja, siehst du, du lachst sogar hinter der Kamera. Das war es. It's time to say goodbye! Adieu! Tschüss zusammen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss miteinander! To say goodbye! For ti! Nein, volare! Nein, das geht so! O sole mio! Quando sarò! O sole mio! Okay, definitiv, wir machen mit diesen zwei einen Song. Wir machen 075-Song. Also eigentlich sollten sie lustig sein, aber sie können ja singen. Ja. Quando sero. Wir haben uns die falsche Richtung orientiert. Machen wir Haus am See, komm, das können wir jetzt. Nochmal ein Tschüss. Nein, nein, doch, mach. Eigentlich haben wir nochmal ein Tschüss sagen. Ja, aber in der Zwischenzeit so geil. Könnt ihr ja mal den Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen gegen hoch geben. Also jetzt kommt noch ein riesen Song von diesen zwei und damit sagen wir Tschüss. Dumms, dumms, du machst mich Schäffli. Dumms, 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 dumms. Hier bin ich geboren und kämpfe durch den... Was? Nein, wir müssen es neu machen, ich hab's falsch gesagt. Okay, das ist sie.
Das war schon voll gut. Geben einen Daumen nach oben, like den Song da. Genau, das war es. Schön, dass ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Was ist? What the? Oh, bin ich jetzt verschrocken.